Heikos zum Weltuntergang. Teil 3. Der Albtraum begann, früh am Morgen überall, der Kaffee war aus. Der Tassenhenkel. Eine Scherbe am Finger. Hand ohne Körper. Oh, Ausschlag am Bein. Wo kommt der denn plötzlich her? Egal, hab ja noch 3. Entschlaft in Frieden. Schmerz macht auch vor Schlaf nicht halt. Auferstehung nervt. Die ganze Scheiße kann nicht so weitergehen. Beenden wir sie. Ein Stoß, Game, Satz, Sieg. Das schwarze Loch schluckt alles. Planetenbillard. Wurzeln recken sich, Äste rau an deinem Hals. Der Wald schlägt zurück. Weißt du noch damals? Wir saßen am Vulkanrand. Er blubberte nur. Katze geschlachtet. Pentagramm aus Rattenblut. Gesundheitsamt klopft. Alle schauen Tatort und rätseln um den Mörder. Dreht euch lieber um. Kampfdrohnen fauchen über den ganzen Himmel. Die KI räumt auf. Der Morgen danach. Menschenleben ist kostbar. Als Nahrungsquelle. Das war Heikos zum Weltuntergang, Teil 3. Mit Heikos von Florian666 auf dem Holzweg-Podcast Kaidu, Kati Frenzel, Lars Engelmann, Meo Mesputin, Rebecca Görmann, Tim Süß und Andetno. Gelesen von Blubberfrosch, Kaidu, Kati Frenzel, Lille, Ransel Ron, Rebecca Görmann, Steffen Großmann und Tim Süß. Produktion Rebecca Görmann. Diese Produktion entstand im Rahmen der Aktion Weltuntergang des Geschichtenkapsel-Podcasts.